Und wir sind wieder da bei Grim Fandango. Gia. Der letzten Folge haben wir es ja dann doch geschafft, von der Insel zu entkommen, haben Metsche und Glottis mitgenommen und die anderen Arbeiter, die da auch waren. Und jetzt hängen wir hier auf diesem Bahnhof fest, weil keiner von uns ein Ticket hat. Und jetzt müssen wir zusehen, wie wir irgendwie wieder wegkommen. So, da können wir gar nichts machen, können wir aber hier. Können wir reingehen, ja. Wenn wir jetzt hier lang gehen, können wir. Nee, da ist der Typ wieder. Da ist die Tür, ne? Da kommen wir nach draußen. Genau. So. Was ist denn das für einer? Hey, wie hast du dich befreit? Ich Ach. war schon immer frei, Schiffsjunge. Niemand hat mir ein Ticket gegeben, also kannst mir auch niemand wegnehmen. Und warum läufst du hier immer im Kreis? Ich versuche, meinen Kreislauf wieder in Schuss zu bringen. Nach all den Jahren, die ich Meine im Herren. Kreis gelaufen bin, versuche ich, mein Leben wieder in geordnete Bahnen zu bringen, bevor ich in die nächste Welt übergehe. So, das sollte jetzt reichen. Okay. Leb wohl, Chipito. Gute Reise, Captain. Und danke, dass du mir damals wieder auf den rechten Weg geholfen hast. Was ist bei Mein dem denn damals? kleines Licht so schön. Sie sollen's alle sehen. Mein kleines Licht so schön. Sie sollen's alle sehen. Mein kleines Licht so schön. Sie sollen's alle sehen. Sehen, sehen, sehen. Jetzt wird er überfahren. Auch könnt ihr's nicht verstehen. Ich könnte darin wie Chipito im Kreis gehen. Aber ich denke, mein Leben ließe sich leichter wieder in geordnete Bahnen bringen, wenn ich die Tickets hole. Okay, hier. Da stellt man doch keinen Becher ab. Okay. Es ist bestimmt ein Trick, dass sich einer den Kaffee auf die Hose kippt. Ich könnte es tun. Ich könnte jetzt ohne weiteres aus dieser Welt verschwinden. Aber es geht nicht. Ich kann nicht. Ich habe versprochen, diese Leute zu retten. Ich kann nicht einfach ohne sie gehen. Okay. Ach, Chipito schon, der ist schon los. So, aber wo gehen wir denn jetzt hin? Hier gibt's doch gar nicht mehr. Ich könnte darin wie Chipito im Kreis gehen. Können wir die Sense benutzen da dran? Da rumrühren vielleicht? Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Naja. Können wir, was können wir denn hier machen? Hä? Was ist denn los? Können wir hier auf die Gleise gehen? Nee. Ist hier irgendwas? Nee. Ach, hier ist raus? Nee. Können wir vielleicht nach unten gehen? Da muss ich aber noch mal raus. Was ist denn das hier? Warum kann ich da nicht hin? Ich hier? Nee. Ich. Hä? Ist das jedes Mal, wenn er hingeht? Ich habe versprochen, diese Leute zu retten. Ich kann nicht einfach ohne sie gehen. Da, guck da irgendwo hin. Wow! Darauf ist all das abgebildet, was wir in unseren Prospekten lieber verschwiegen haben. Können wir da Becher ranschmeißen? Da stellt man doch keinen Becher ab. Die Sense. Ich möchte mir nicht die Klinge okay, ruinieren. Okay, dann drücke ich einfach nur so X. Okay, pack ein, pack ein. Jetzt, wo ich einmal hier bin, brauche ich auch keine Karte mehr. Okay. Da kann ich also nichts machen. Der hat aber einen schönen Mantel an, da. Und eine Mütze. So, dann müssen wir wieder rausgehen. Da können wir ja nur noch runter. Kürzlich besuchte mich ein Vogel mit einem menschlichen Kopf. Kennst du einen solchen Vogel, Manuel Calavera? Natürlich! Nein, woher wissen Sie meinen? Er kannte dich. Und für dich hinterließ er diese Nachricht. Ganz genau. Ja, dann lest mal ich vor. Ich weiß, was du vorhast. Ich beobachte dich. Warte auf mich. Ich komme, um dich persönlich zu ersprießen. Mit freundlichen Grüßen, dein Hector Lemont. Oh, ich hole. Oh. Was sind es immer, Ichole? Was soll das heißen? Ich weiß, was du vorhast. Ich beobachte auf mich. Mit freundlichen. Okay, können wir ihm das zeigen? Hier, guck ich mal. Ich denke, das sollte ich besser für mich behalten. Okay.
So, da. Nee, da können wir gar nichts. Können wir da jetzt die Tasse ranschmeißen? Oh, da steht sogar was drauf. Sprout. Okay. Da stellt man doch keinen Becher ab. Okay, können wir jetzt wirklich runtergehen? Können wir hier weiter geradeaus? Oh. Ah, Glottis! Okay, was machen die denn? Beschwörung? Glottis. Höret den Namen des Großen. Glottis. Was ist los? Ach, das sind kleine Glottisse. Ist dieser gar prächtige Dämon nicht mehr gefahren. Naja, wir gehen jetzt schon seit einigen Monaten zu Fuß. Monate? Oh, dann wird der Großartige gewiss sterben. Aber... Oh nein. Wo ist unser Gefährt? Glottis? Glottis, es tut mir leid. Okay, was? Warum hast du mir nicht gesagt, dass du krank bist? Konnten nicht aufhören. Müssen alle retten. Ja, okay. Tut es sehr weh, mein Freund? Nur weil ich dich hängen gelassen habe, Manny. Ja, okay. Kann ich dir etwas bringen? Wie kann ich dir bloß helfen? Ich muss heizen. Düsen wie in den guten alten Zeiten, Manny. In der Knochenschleuder. Aber die Knochenschleuder ist nicht hier, Kanal. Vielleicht sehe ich sie. Auf der anderen Seite. Ja, ja. Können wir nicht einen neuen Wagen bauen? Diese Zeiten sind vorbei, Ben. Sehr dramatisch. Hey, was ist denn das für ein rotes Ding da? Die Gondel? Ah. Oho. Schicke Lackierung. Hör zu, Kumpels. Bringt mir einen Stift. Ach, er hat eine tolle Idee. Das ist es. Mein letztes Werk. Es könnte mich retten, wenn ihr den richtigen... den richtigen... Treibstoff... Was denn für Treibstoff, Glottis? Glottis? Nein, er ist schon alle. Okay. Sieht aus wie Entwürfe für einen Raketenschlitten. Die sind brillant. Okay. Können wir mit ihr reden? Was ist denn da unten für ein... Sieht aus wie Entwürfe... Die sind brillant. Ja, okay. Können wir nochmal mit Glottis? Nee, da reden Glottis, wir mit Glottis. Was für... Okay. Können wir mit... Sieht aus, nein. Sind... Können wir mit dem reden? Hey Jungs, wie wär's mit einer kleinen Gondelfahrt? Er ist zu groß. Die Gondel ist zu langsam. Okay. Wir können auf jeden Fall noch hier runtergehen. Da ist ja anscheinend einer drin. Wer ist hier drin? Gar keiner. Oh, ne. Notiz am Kühlschrank. Ich bin nicht eure Mutti. Da niemand meine letzte Warnung bezüglich der Reinhaltung des Kühlschrankes beachtet hat, sehe ich mich leider gezwungen, ihn abzuschließen, bis ihr erwachsen seid. Gezeichnet, ihr freundliches Wartungsteam. Okay, kann man... Ich bin nicht... Da niemand... Sehe ich mich... Ja, gezeichnet. Ja. Können wir... Ich bin nicht da. Okay, wir können ihn nicht aufmachen. Ihr freundliches Wartungsteam. Aber können wir? Nicht gerade jetzt. Okay. Was ist hier los? Toaster? Was haben wir denn hier? Es ist voller Lappen. Okay, nehmen wir einen Lappen. Es kann nie schaden, einen sauberen Lappen dabei zu haben. Genau. Ich habe bereits einen Lappen, mit dem ich nicht weiß, was ich anfangen soll. Hier ist ein Zettel am Toaster. Weitere Unfälle zu vermeiden, buttern Sie den Toast bitte erst nach dem Rösten. Ihr freundliches Wartungsteam. Okay, können wir den Tasse da reinstellen? Da stellt man doch keinen Becher ab. Okay. Können wir das Papier anzünden? Ich denke, das sollte ich besser für mich behalten. Okay, wir können den Lappen da reinstecken. Dann passiert was. Ja! Okay, was ist das jetzt? Das Glück der Welt liegt in warmen Lappen. Okay, dann bringen wir das jetzt Glottis, weil der Lappen warm ist. Sag Hallo, Mr. Lappen. Hallo, Mr. Lappen. Okay, das bringt gar nichts. Können wir... Ich bin mir sicher, dass die hier jemanden haben, der fürs Putzen bezahlt wird. Okay, was... Bleibt der Lappen warm? Ein hübscher Lappen. Nee, ich wollte gar nicht rausgehen. Okay, wir können also einen Lappen aufwärmen. Können wir noch einen Lappen nehmen?
Ich hasse es, wenn Leute ihre schmutzigen Becher einfach rumstehen lassen. Haben wir jetzt unseren Becher daran gehängt? Ja, was soll das? Ich habe bereits einen Lappen, mit dem ich nicht weiß, was ich anfangen soll. Hey, mein Becher ist auch da. Ich fühle mich zutiefst geehrt. Leider habe ich keinen Becher, den ich da aufhängen könnte. Okay, was soll das? Warum? Okay, das bringt also nichts. Können wir mit dem Lappen hier was machen? Ich bin nicht in der Stimmung zum Staubwischen. Okay. Ich bin nicht in der Stimmung zum Staubwischen. Können wir hier noch mehr entdecken? Hier ist ein Zettel am Toaster. Nee, den Toaster kenne ich ja schon. So, hier gibt es anscheinend nicht noch mehr. Der Kühlschrank ist nicht verfügbar. So, was gibt's hier? Meine Gelenke müssen im Moment nicht geölt werden. Okay. Wir können jetzt... Hoffentlich mache ich mir keine Flecken in meinen Anzug. Dafür haben wir es gerade in die Tasche gesteckt. Meine Gelenke müssen im Moment... Okay. Können wir hier noch was machen? Nein. Aber jetzt sagt er bestimmt... Es ist ein... Das ist ein Öllappen, den ich ganz allein gemacht habe. Ganz genau. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir mit der Tasse was machen können. Wenn Glottis erstmal wieder okay ist, kann ich noch genug einölen. Wenn Glottis erst... Okay. Können wir den hier einölen? Wenn Glottis... Naja, okay. Können wir den in den Toaster stecken? Und der fängt er an zu brennen und wir kriegen irgendwas dafür? Der muss doch brennen, wenn da Öl dran ist. Geh lieber weg, Mann. Yeah! Ach! Jetzt haben wir es entdeckt. Mit etwas so starkem könnte man sogar eine Rakete antreiben. Eine Rakete! Also, ich könnte ein paar LKW-Ladungen davon auftreiben, wenn ihr wollt. Wir schießen dich nun wie ein Pfeil in den Wind. Ach! Mögest du das Herz des Windes durchbohren und das Blut des Himmels trinken. Geschwindigkeit ist die Nahrung des großen Glottis. Geschwindigkeit ist Leben. Des großen Glottis. So, ab geht's. Die kleinen Glottisse. So, da geht's los. Oh ja. Mit Raketenantrieb. Und wir hängen unten dran. Glott ist oben drauf. Sicher, dass dieses Ding auch wirklich hält? Oh, zumindest den größten Teil der Strecke. Hey, wir sind schon in Rubalcaba. Yeah. Was? Er macht's kaputt? Ich will nicht wieder nach Rubalcaba. Da war's voll schrecklich. Nein! Aber hier ist die Knochenschleuder. Ah, Rubalcaba. Was für eine Stadt. Nein. Erinnerst du dich noch, Manny? Oh das ja. Ist lang her, mein Freund. Das war ja schrecklich hier genug. Hält uns nichts mehr. Außer unserem Auto vielleicht. Oh ja. Dios mio. Sie Ach. Ist verdrahtet. Von wem? Dominus? Wem? Naja, da kann es ja nur einer sein. Da setze ich keinen Fuß rein. Die kleinste Erschütterung setzt die Dominosteine in Bewegung. Die Steine sind wie eine lange Zündschnur. Okay. Haben wir was dabei? Nee. Können wir die Sense benutzen? Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Ja. Da können wir den Zettel benutzen. Bin noch nicht sicher. Glottis fragt. Keine Panik. Ja. Okay. Wahrscheinlich. So, wir benutzen den Zettel. Ich denke, das sollte... Da setze ich keinen Fuß rein. Ich denke, das sollte ich besser für mich behalten. Okay. Können wir hier rausgehen? Ja. Wir hier jetzt hoch? Geht es? Es ist verschlossen. Aber da geht's zum oberen Dock. Aber im Moment liegt da nichts vor Anker. Können wir sie fragen? Nee, können wir...
sieht... Aber wie? Ich habe gesehen, wie es ihn zerrissen hat. Er muss es getan haben, als er das letzte Mal in der Stadt war. Aha. Bring noch mal. Dich lieber in Sicherheit, falls es explodiert. Ich werde bis zum bitteren Ende bei euch bleiben. Gibt's hier einen, der sich mit Explosionen auskennt? Nee, ne? Keine Panik. Ja! Da setze ich keinen Fuß. Okay. Dann gehen wir mal gucken. Okay. Mal hebeln. Ob wir hier irgendeinen kennen. Scheinbar nimmt man es mit der Wartung hier nicht so genau. Ach, man kann nicht zurück. Können wir weiter? Nee, vielleicht ist ja der Captain da, der sich auskennt. Oh, da ist er. Guck dir mal den an. Manuel Calavera? Was ist aus der Limbo geworden? Tut mir leid, dir das sagen zu müssen, Velasco. Aber sie ist bei der Perle untergegangen. Aber wir haben ein neues Schiff gefunden, die SS La Mancha, und konnten... Die La Mancha? Oh. Mein alter, rostiger Eimer? Wo ist sie? Oh, nun, wir haben sie in Puerto Zapato gegen ein paar Schlittenhunde getauscht. Echt? Ich verschwinde aus dieser stinkenden Stadt voller Gauner. Aber... Danke, dass du mein Baby wiedergefunden hast, Manny. Puerto Zapato, ich komme. Stadt voller Gauner? Okay, jetzt können wir bestimmt hier irgendwas mitnehmen. Vielleicht sollte ich es für ihn zu Ende bauen. Man sollte meinen, dass er nach 2 Jahren wenigstens die Rettungsboote der kleinen SS Lumbago befestigt hätte. Okay, wir stecken es ein. Was sind das? Okay, bringt es uns irgendwas? Nee, ne? Können wir hier hoch? Abgeschlossen. Nee, können wir nochmal den Mond angucken? Diese Art von Ausrüstung habe ich nicht. Wie Knochen zu Blei schien der Mond. Und wir hatten das Glück und ich... Okay, das... Nicht ganz dasselbe ohne den alten... Ja, okay, das haben wir schon gehört. Nee, hier können wir die Flasche mit dem Boot da reinschmeißen? Ist das die Wahrheit jetzt? Da passieren irgendwelche Dinge? Da setze ich keinen Fuß rein. Die kleinste Erschütterung setzt die Dominosteine in... Das möchte ich eigentlich nicht tun. Okay, ich weiß nicht, warum wir das haben. Können wir die Bienen? Oh, die Bienen, die können doch fliegen. Können wir die fragen? Nein, keine Bienen sind da. Hä? Hallo, Terry? Nee, keiner ist da. Gib mir zum Leuchtturm. Doch, hier kommen wir rum. Zack. Okay, der ist noch aktiv. Wohnt hier vielleicht gar keiner mehr in der Stadt? Oh, wir werden natürlich... Oh, Lola. Aha, Silbertrophäe sogar. Weil er sich erinnert. Oh ja. So. Aber wir werden ja direkt verhaftet, ne, wenn wir da sind. Gehen wir auch nochmal rum. Nee, da, ja, passiert gar nichts. Okay. Jawohl, hier sind wir. Kommen wir hier jetzt rein in den Schuppen vielleicht mal? Oder können wir... Nee, mit dem Feuer können wir nicht interagieren. Kommen wir hier jetzt mal rein? Der ist so eine Tür. Nee, geht nicht. Wir mal in der Bar vorbei vielleicht. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Okay, das ist ein bisschen traurig. Hier ist ja gar nichts los. Können wir jetzt endlich in diesen Raum rein? Moment, erstmal gehen wir in die Küche. Oh, was ist denn hier los? Würde ich ja, aber ich hasse es, Gelatine direkt aus dem Fass zu lutschen. Okay, haben wir was dabei? Dieses komische Glas. Ja, irgendwas passiert. Gelatine? Oh, Moment mal, das hat dem Lumbago-Diorama noch gefehlt. Künstliches Meerwasser. Ja. Das hat dem Lumbago-Diorama... Okay, jetzt haben wir Gelatine. Die wird eigentlich hart, ne? Das heißt, wir können die um die Dominos kippen. Calavera, was machst denn du hier? Wir können da doch nicht rein. Ich hätte in Zapato erwischt, Süßer. Tja, Hector Lemans Versuch ist gescheitert. Und jetzt bin ich am Zug. Ich bin unterwegs nach El Maro, um ihm das Handwerk zu legen. Manny, dort hat sich einiges verändert. Du weißt nicht, worauf du dich einlässt. Ich komme besser mit. Gib mir nur eine Sekunde, dann bin ich soweit. Okay, aber wenn du in nächster Zeit eine Explosion hörst, fällt die Fahrt aus. Okay, können wir da reinnehmen? Hallo!
Können wir los? Nein, wir haben ein kleines Problem mit dem Auto. Ja. Gib mir Bescheid, wenn es soweit ist. Als ob, und sie wartet jetzt. So, das war jetzt Folge 20 von Grim Fandango. Und in der nächsten Folge holen wir uns dann unser Auto wieder. Ab